dass ihr da seid. Der Bursch macht sich gerade noch ein bisschen schick. Kommt doch rein. So. Ja. Dieser Puder. Oh, hallo, da seid ihr ja schon. Herzlich willkommen ja hier in unserer neuen Garderobe. Also hier ziehen wir uns immer um und dann gehen wir zur Vorstellung. Einfach runter via Fahrstuhl. Kommt mal mit. Sag mal, was haben wir denn eigentlich heute für Vorstellung? Eine gute Frage. Du, ich glaube, wir proben noch. Wir proben noch? Was proben wir denn gerade? Den Schimmelreiter. Ach so, das ist doch da, wo ich der Ole bin. Natürlich, und die haben sogar ein Pferd. Stell dir das mal vor. Ein ganzes? Mhm. Verrückt. Das ist übrigens der Gang, der Umkleiden. Sozusagen ein Catwalk. Mhm. Wir arbeiten hier viel mit Tieren. Oder? Ist auch schön aufgeteilt. Dort die Männer und hier die Frauen. Komm hoch. Die maximale Last mal austesten. Guten Tag. Hier hast du schon gedrückt eigentlich. Nee. Ich glaube, wir müssen in die Null. Wolf? Ja? Ich weiß immer nicht genau, welche richtigen Schrauben sind. Also welche passen und welche nicht. Ja, das braucht aber auch jahrelange Erfahrung. Ja, dafür gibt's ja dann die Technik. Ja. Die haben das nämlich, die Erfahrung. Die sortieren das auch immer alles schön ein. Ja, meistens schon. Ich glaube, gerade bauen die nämlich drüben auf der Bühne, bauen die Zeug auf. Deswegen ist es ein bisschen unordentlich. Also hier ist gerade Beleuchtungsprobe. Deswegen müssen wir ganz leise sein. Da wird das Licht eingerichtet für die neue Produktion. Okay. Kommt mal rein und werft den Blick hin. Aber leise. Ist gut, ne? Entschuldigung. Weißt du, was das Schönste ist, Frosch? Dass man in unserem neuen Foyer einfach mal auf dem grünen Hügel die Seele baumeln lassen kann. Oh, das kommt einem vor, wie wenn man in so einem wunderschönen Waldlichtung einfach ein bisschen faul ist. Oh ja. Schön. Ach, mich krabbelt's ein bisschen am Rücken. Das muss ich noch einlegen. Warte, ich kann ja mal... Ich komme nur bis zum Hinterkopf. Aber trotzdem schön. So lässt sich leben.